So, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir werden in diesem Video über einen der weiteren elementaren Blöcke, aus denen Mathematik zusammengebaut wird, sprechen, und zwar über Funktionen bzw. Abbildungen. Und wir werden gleich in die Definition hineinspringen. Die Definition ist eine Funktion f mit Quellbereich x und Zielbereich y. Das schreibt man normalerweise so mit einem F-Doppelpunkt x Pfeil y. Ist eine Vorschrift die jedem x aus x, x und y sind einfach Mengen, ein eindeutig festgelegtes f von x aus y zuordnet. Das heißt, eine Funktion stellt eine Zuordnung zwischen Elementen einer Menge x und Elementen einer Menge y her, wobei die Zuordnung, anders als bei einer Relation, die Eigenschaft hat, dass jedem x nur ein y zugeordnet wird. Es können natürlich zu einem y können viele x gehören, trotzdem, das werden wir dann noch besprechen, aber das ist das Wichtige an der Definition. Eine kurze Bemerkung ist, wenn man das mit Relationen in Verbindung setzen will, dann kann ich eine Funktion genauso gut durch die Menge Gamma f, die nennt man den Graphen von f, die einfach alle x und y, wo y gleich f von x ist, zusammensucht. Und das ist eine Teilmenge von dem kartesischen Produkt x kreuz y. So, in diesem Sinn ist jede Funktion eine Relation, weil eine Relation ist ja einfach eine Teilmenge vom kartesischen Produkt x kreuz y. Aber nicht jede Relation ist eine Funktion, weil eine Relation kann die Eigenschaft haben, dass auch zwei y-Werte zu einem x in Relation stehen, und das ist bei einer Funktion ausgeschlossen. Also, eine Relation R auf x kreuz y definiert eine Funktion genau dann, wenn zwei Eigenschaften gelten für alle x aus x. Existiert y, Element y, sodass x in Relation zu y steht. Das heißt, jedem
x wird zumindest ein y zugeordnet und es wird ihm auch nicht mehr als ein y zugeordnet. Das heißt, xr y1 und xr y2, das impliziert y1 gleich y2. So definiert man also Funktionen. Ich werde ab jetzt immer Funktionen sagen. Oft unterscheidet man Abbildungen und Funktionen dadurch, dass Funktionen als Werte Zahlen annehmen. Reelle Zahlen, komplexe Zahlen. Allerdings macht das für uns im Moment noch keinen Sinn. Wir werden einfach auch in diesem abstrakten Sinn von Funktionen sprechen. Gut, also, was kann ich mit Funktionen tun? Ich kann sie zusammensetzen und sonst am Anfang nicht viel. Die Zusammensetzung von zwei Funktionen, f von x nach y und g von y nach z, ist die Funktion, die man erhält, indem man die Funktion f und die Funktion g hintereinander ausführt, und zwar g außen und f innen, also f gefolgt von g. Die Zusammensetzung dieser Funktionen wird geschrieben als g-Ring f. Das ist eine Funktion von x nach z. Und die eindeutige Regel, die sie festlegt, ist, dass g-Ring f an der Stelle x gleich g ausgewertet an der Stelle f von x ist. Das heißt, so habe ich die eindeutige Zuordnung von einem z aus z zu jedem x aus x bekommen. Die Zusammensetzung von Funktionen ist mehr oder weniger automatisch assoziativ. Das heißt, wenn ich die Funktion f mit der Zusammensetzung von g und h zusammensetzen, dann ist das dasselbe, wie wenn ich die Zusammensetzung von f und g mit der Funktion h zusammensetze für die entsprechenden, Reihenfolge. Ich habe es übrigens verkehrt herum geschrieben. Das tut mir leid, weil ich habe vorher die andere Reihenfolge verwendet. Das heißt, ich werde es jetzt so aufschreiben. H Ring G Ring F ist dasselbe wie H Ring G Ring F. Hier ist H eine Funktion, die von Z in irgendeine weitere Menge W führt. Gut. Wir haben also an dieser Stelle eine Zusammensetzung, eine Operation, und sie erfüllt die Assoziativitätsgesetze, sonst haben wir noch nichts. Um weiter darüber reden zu können, müssen wir die Begriffe Injektivität, Surjektivität und Bijektivität einführen, und das ist ein Thema für unser nächstes Video.